Wann ist denn Ihr Hochzeitstag? Das ist privat und das. Nein, ich. Nein, jetzt sieht's so aus. Jetzt sieht's so aus. Jetzt Hallo Herr Ziemiak. Hallo Frau Klein. Willkommen am Späti. Danke für die Einladung. Lassen Sie uns was zu trinken aussuchen. Paul Ziemiak ist CDU-Generalsekretär und war Vorsitzender der Jungen Union. Geboren ist Paul Ziemiak im polnischen Stettin. Er schaut gerne die Serie Four Blocks und mag Helene Fischer. Sie wären der Erste, mit dem ich was Alkoholisches trinke, wenn wir uns für ein Bier entscheiden. Wir haben natürlich auch Schnaps. Dafür ist es jetzt, glaube ich, noch zu früh. Wieso? Das würde passen. Nein, nein, ich nehm jetzt was an. Sie nehmen dann doch eine Limo, ne? Hallo. Dann hätten wir einmal zwei Getränke. Ich lade ein. So, ich mach mal, bin mal so frei, ne? Dankeschön. Gerne, dankeschön. So, dann. Schön, dass Sie da sind. Prost. Prost. Allerdings, also verstehen Sie das nicht falsch. Schön, dass Sie da sind, aber wir müssen trotzdem kurz klären, warum Sie da sind. Wir hatten von allen Parteien die Spitzenkandidaten. Sie sind ja nicht Spitzenkandidat für die CDU, CSU, sondern Manfred Weber. Herr Ziemiak, hat er keinen Bock auf deutschen Wahlkampf oder was ist da los? Nein, Manfred Weber ist ja nicht nur der Spitzenkandidat von CDU und CSU, sondern er ist der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei. Also er soll nächster Kommissionspräsident werden und deshalb ist er ja nicht nur in Deutschland unterwegs, so wie die Spitzenkandidaten der anderen Parteien, sondern europaweit. Und heute ist er auch wieder in Europa unterwegs. Und deswegen hat er keine Zeit für uns. Aber trotzdem schön, dass Sie da sind. Dann lernen wir Sie besser kennen. Sie sind als Generalsekretär ja auch zuständig für den Wahlkampf, kann man so sagen. So ist es. Ne? Von daher dürfen Sie heute in die Tüte greifen. Machen Sie doch mal, lesen Sie laut vor und dann sagen Sie, ob Sie es machen würden oder nicht. Ich würde nie mit 250 km/h über eine Autobahn fahren. Brettern. Fahren, steht hier. Ja, ja, steht hier. Aber 250 Brettern, ist ja schon... Brettern würde ich nicht und ich würde auch... immer dazu appellieren, natürlich sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Aber es gibt ja Möglichkeiten, wo es erlaubt ist. In Deutschland durchaus. Und da es nicht verboten ist, würde ich das auch tun. Dann greifen Sie doch noch mal in die Tüte. Also 250 km/h, da wo es erlaubt ist, würde Paul Ziemiak machen. Ich würde nie Billigfleisch aus einem Discounter essen. Das habe ich bestimmt schon getan. Und per se sowas auszuschließen, halte ich für falsch. Aber ich glaube schon, dass wir ein Umdenken brauchen in unseren Köpfen, wie viel wir ausgeben für Lebensmittel. Es ist schon besonders, wenn man sieht, dass das Fleisch irgendwie im Angebot günstiger ist als irgendwie Lebensmittel für Hunde. Ich glaube, da müssen wir sehr viel noch umdenken. Haben Sie eine Stammmetzgerei? Ja, habe ich. Ja? Ja, ist die, wo ist die? In meiner Heimatstadt Iserlohn. Ist nicht so viel Fleisch oder wie oft gibt es Fleisch? Ja, es kommt drauf an. Versuchen uns ja, wir haben ja auch mit der Familie, es geht ja nicht nur um uns, sondern auch um die Kinder. Und da versucht man sich ja ausgewogen zu ernähren. Aber das heißt, Herr und Frau Ziemiak kaufen bei der Stammmetzgerei im Ort. Soweit es geht, ja. Ich würde nie meine Wohnung bei Airbnb anbieten. Oder einem anderen Portal, wo man Wohnungen zwischendurch mal vermieten kann. Sie sind im Urlaub, mal 3-4 Wochen, wenn Sie mal Urlaub hätten. Und die Wohnung könnten Sie irgendwo einstellen und ein bisschen... Also ich habe es noch nie gemacht, ja. War noch nicht in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ich das ausschließen würde, das mal zu tun. Das kann ja sinnvoll sein, aber es kann auch nicht sinnvoll sein, wenn vor allem nur noch Wohnungen angemietet werden, damit man damit Geld verdient. Das halte ich für falsch, ist ja auch in vielen Städten mittlerweile verboten. Aber Sie würden es jetzt nicht ausschließen, auch vielleicht mal in Iserlohn Ihre Wohnung... Ich gehöre nicht in die, die sagen, komm, jetzt bin ich mal einen Tag nicht da, da kannst du noch mal. Ich meine, vielleicht wäre Iserlohn der heiße Scheiß, ne? Iserlohn ist der heiße Scheiß. So. Also bitte nach Iserlohn kommen und sich auch das Ruhrgebiet ist schön, Nordrhein-Westfalen an sich, ist ja mein Heimatbundesland. Aber ich habe noch nicht drüber nachgedacht, meine Wohnung da anzubieten. Sie haben das gut gemacht. Wir haben hier noch... Es gibt noch mehr Fragen. Ja, ja, ja. Wir machen aber jetzt erstmal noch ein bisschen andere Themen und dann gucken wir gleich nochmal, dass wir nochmal in die Tüte greifen. Klimaschutz, eins der wichtigsten Themen für die Bevölkerung, auch für die Europawahl. Die CDU ist seit 2005 an der Regierung beteiligt. Auch im EU-Parlament hatten sie in der EVP-Fraktion viel Zeit, Dinge zu ändern, anzustoßen.
Warum hat die Union beim Thema Klimaschutz in den letzten Jahren so gepennt? Das sehe ich gar nicht so. Wir haben uns Ziele gesetzt, die sind ja nicht ganz erfüllt worden. Wenn man die sind nicht nur nicht ganz erfüllt worden, die verfehlen sie relativ krachend. Ne? Wieso? Welches Ziel verfehlen wir krachend? Naja, sie verfehlen das Ziel, dass wir bis 2020 CO2 sollten wir senken. 14% im Vergleich zu 2040. Fünf, glaube ich, nee. 2020 im Vergleich zu 2005 um 14%. Da werden jetzt Millionen Strafen fällig. Ja. 1,5 Grad Ziel wird auch schwierig. Da kann man doch schon von gepennt reden, oder? Nein, glaube ich nicht. Sondern man kann sagen, dass diese Ziele nicht eingehalten wurden, aber nicht krachend verfehlt. Oder das, was gesagt wird, da ist nichts passiert. Wir haben die CO2-Emissionen ja deutlich gesenkt im Vergleich zu den 90er Jahren. Und diesen Weg, den wir begangen haben, ist genau der richtige. Nur noch sind wir nicht so gut, wie wir es gerne sein wollten. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diesen Weg jetzt weitergehen. Aber das muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir über Arbeitsplätze sprechen, dass wir über die Frage der Bezahlbarkeit sprechen und auch über die Frage, was bedeutet das eigentlich für das ganze Land? Wie können wir eigentlich diesen Weg weitergehen, sodass Deutschland auch ein Erfolgsmodell ist? Und deswegen sage ich, nicht krachend gescheitert und auch, es ist nichts passiert. Es ist viel passiert, aber nicht verfehlen. Es ist viel passiert, aber ich wünsche mir mehr. Wenn Sie sich mehr wünschen, wenn man sich jetzt im Wahlprogramm anguckt, was die CDU zum Thema Klimaschutz sagt, dann schreiben Sie ja auch, dass wir die Pariser Klimaziele Schritt für Schritt umsetzen wollen. Das hört sich für mich jetzt nicht nach mehr Ambitionen an, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber ich glaube, man muss dann auch ehrlich mit den Menschen umgehen. Der französische Präsident hat sich jetzt nochmal erklärt und sagt, die Klimaziele 2050 überhaupt keine Emissionen quasi, die schädlich sind, auszustoßen bei der Energieerzeugung. Aber Frankreich setzt beispielsweise auf die Atomkraft. Das tun wir in Deutschland nicht. Wir könnten ganz, ganz viel Emissionen bei CO2-Emissionen sparen, wenn wir weiterhin Atomkraft hätten. Wir haben uns aber entschieden, wie ich finde, aus guten Gründen, dass wir aussteigen aus der Erzeugung von Strom aus der Atomenergie. Und deswegen kommen bei uns andere Faktoren hinzu. Und deswegen sage ich Schritt für Schritt, ehrlich bleiben und trotzdem ambitioniert. Aber nur weil Frankreich weiter auf Atomkraft setzt, macht es das ja nicht besser, dass wir die Ziele nicht erreichen. Scientists for Future zum Beispiel sagen auch, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel, was ja zum Pariser Klimaabkommen nun mal zählt, was sie Schritt für Schritt ja umsetzen wollen, erreichen wollen, müssen wir bis 2040 klimaneutral sein. Das ist ja wieder was, wo man jetzt sagt, okay, ich glaube, bei uns ist es bis 2050 80-90% CO2 einsparen. Da müssten wir das fünffache Tempo angeben. Sind Sie dabei? Das stimmt, ich bin dabei, dass wir diese Ziele erreichen. Aber wenn Sie jetzt über das 1,5-Grad-Ziel sprechen, dann können wir uns doch so anstrengen. Deutschland wird das alleine nicht schaffen. Deutschland ist Vorbild aber für andere. Deswegen haben wir eine wichtige Rolle. Aber wir müssen auch sprechen, zum Beispiel, was ist los auf dem afrikanischen Kontinent. Naja, bei der Vorbildfunktion werden wir im Moment ja wirklich nicht besonders gerecht, wenn wir es als deutsches Land nicht schaffen, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, umzusetzen. Na genau, aber wir haben ja nicht nur die Vorbildfunktion, dass wir Ziele definieren, sondern uns auf den Weg machen und anderen zeigen, dass beides möglich ist. Die Ziele zu erreichen mit neuen Innovationen und trotzdem, dass die Menschen sich Strom leisten können, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Da schauen ja viele in der Welt auch schon drauf. Aber ich würde nicht nur über Deutschland reden, sondern wir müssen über Europa reden und über die ganze Welt. Schauen sich Afrika an. Die Menschen zum Beispiel in Afrika wollen genauso leben, wie wir das hier auch tun. Sie wollen auch Zugang zu elektrischer Energie haben. Wenn das aber dann wieder mit Investitionen aus China, mit neuen Kohlekraftwerken realisiert wird, dann werden wir jegliches Klimaziel verfehlen, auch wenn Deutschland gar nichts mehr emittieren würde. Wenn man jetzt sich in Deutschland zum Beispiel mal anguckt, wenn ich jetzt morgen, keine Ahnung, von Deutschland nach Paris fliegen würde, dann würde ich für einen Flug 60-70 Euro zahlen. Für die Bahn würde ich das Doppelte zahlen. Das ist doch keine klimafreundliche Ausgestaltung, oder? Also da läuft doch irgendwie was schief. Also es gibt ja schon eine Steuer eben, die auf die Flüge bemessen wird, auf die Flugpreise. Ich finde das auch manchmal komisch. Ja, Kerosinsteuer gibt es nicht. Ja, das hat aber andere Gründe. Das hat internationale Gründe im Wettbewerb. Ich finde das auch manchmal, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, finde ich es komisch, dass die Bahnpreise höher sind als die Flugverbindungen. Das ist nicht zu erklären. Es gibt dort aber jeder, der was Gutes tun will, der kann entsprechend auch sich klimafreundlich verhalten, indem er Projekte unterstützt, die dazu führen, dass wir unsere Umwelt und das Klima schonen, wenn er zum Beispiel viel reist. Die Bundesregierung tut das beispielsweise, indem sie Projekte unterstützt und damit quasi CO2-neutral unterwegs ist. Eine CO2-Steuer auf nationaler Ebene lehnen Sie ja, glaube ich, ab.
schreiben aber trotzdem im Wahlprogramm eine globale Bepreisung der Treibhausgasemissionen und auch rasche Umsetzung davon. Was stimmt denn jetzt? Also CO2-Steuer wollen Sie jetzt oder wollen Sie keine? Beides stimmt. Was wir nicht wollen, um das mal klar zu sagen, wir wollen nicht jetzt einfach, dass morgen eine Steuer eingesetzt wird, indem zum Beispiel Pendler jetzt einfach mehr fürs Benzin zahlen müssen. Am Ende wird das nicht dazu führen, dass Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, nicht das Auto benutzen, sondern sie müssen einfach mehr zahlen. Familien werden mehr belastet, Pendler werden mehr belastet. Das wollen wir nicht. Aber das könnte man denen ja in anderer Form zurückgeben. Wenn man darauf eine Steuer macht, könnte man das ja pro Kopf zurückgeben an anderer Stelle und dann würden die ja nicht mehr belastet. Aber was würde das dann bringen? Wir wollen nicht jetzt einfach Steuern erhöhen, pauschal in Deutschland, sondern zum Beispiel europaweit über eine sogenannte Bepreisung sprechen. Zum Beispiel, indem wir Zertifikate ausgeben in verschiedenen Industrien und dass diejenigen, die besonders wenig CO2 ausstoßen, zum Beispiel entlastet werden oder Geld zurückbekommen. Das könnte eine Möglichkeit sein. Ich halte diese Debatten CO2-Steuer, wo wir noch nicht genau wissen, was damit gemeint ist, für falsch, jetzt ja oder nein zu sagen. Was wir brauchen, so steht es ja auch im Wahlprogramm, ist die Frage, wie kann so eine Bepreisung europaweit ausgestaltet werden? Aber das wollen wir. Heißt, eigentlich wollen Sie eine Steuer, Sie wollen es nur nicht so nennen. Nein, das heißt nicht. Ich habe nur gesagt, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wir wollen ja, dass am Ende das auch dazu führt, dass weniger CO2 in die Luft kommt. Das ist ja unser Ziel. Und nicht einfach nur eine Steuer, zum Beispiel eben für Pendler einzuführen, die am Ende sowieso das Auto nutzen, nur am Ende mehr zahlen. Wenn wir die dann auf anderer Stelle wieder zurückgeben, dann hat es auch keine Wirkung, hat auch keine Lenkungswirkung und deswegen wäre das falsch. Wir ziehen noch einmal. Sehr gut. Ich würde an meinem Hochzeitstag ein Meet and Greet mit Helene Fischer machen. Wann ist denn Ihr Hochzeitstag? Das ist privat und das... Jetzt sieht's so aus. Ich weiß es genau, weil ich diesen wunderschönen Tag nie vergessen werde. Das kann ja jeder behaupten. Als ob er gestern gewesen wäre. Und deswegen... Vor wie vielen Jahren war er denn? Vor drei. Okay, gut. Ja, vor drei Jahren. Ja. Ich erinnere mich, 2016 Welcher Monat? Sie glauben ernsthaft, dass ich es nicht weiß? Weiß ja nicht. Kann ich ja nicht sagen, im Dezember. Kurz noch um Steuern. Nee, Scherz. Würde ich tatsächlich... Machen ja viele, ne? Machen viele. Im Dezember werden die meisten Eheschließungen, glaube ich, gemacht. Ist das wegen so? Aber beim Standesamt. Ja, Standesamt. Aber im Dezember kirchlich geheiratet auch. Okay. Insofern. Das ist eine schöne Zeit zum Heiraten übrigens. Aber jetzt komme ich ins Plaudern. Ja, das wollen wir. Mit Helene Fischer. Ich glaube, dass wir was anderes machen würden an so einem Tag. Sie mögen ja schon Helene Fischer, ne? Also die Ehre Musik. Ich habe einen ganz breiten Musikgeschmack. Und wir haben schon viel zu Helene Fischer gefeiert, das stimmt. Ja, viel gefeiert. Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, sie zu treffen, die würde sagen, hey Paul, ich habe heute Abend Zeit, wir könnten mal ein bisschen was trinken gehen am Späti, ein bisschen über Mucke quatschen auch. Ja. Und es wäre aber Dezember und es wäre Ihr Hochzeitstag. Dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Nee? Nee, dann würde ich, glaube ich, was anderes machen. Okay, wir können noch ein bisschen über Rüstungsexporte sprechen, ist ja auch ein... Gutes Thema. Ihre Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, die deutschen Exportregeln für europäische Rüstungsexporte aufzuweichen. Warum ist die Union so ein Fan von Waffenexporten? Das hat sie so nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, wir brauchen europäische Standards für Wehrtechnik. Die es auch schon gibt, durchaus. Für Wehrtechnik, die wir exportieren. Also wenn zum Beispiel auch deutsche Teile verbaut sind, zum Beispiel in französischen Produkten, dann haben wir sehr nationale Entscheidungen, so wie wir das jetzt hatten, auch in der Diskussion um Saudi-Arabien. Ich halte das für genau den richtigen Weg. Wir als Europäer stehen zusammen. Wir sind ja nicht nur eine Interessengemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und da brauchen wir gemeinsame Standards, an wen wir welche Wehrtechnik, welche Güter verkaufen. Die EU hat sich ja schon 2008 Regeln gesetzt, in welche Länder wir nicht exportieren dürfen. Und da sagt das Parlament, Frankreich und Großbritannien verstoßen in 6 von 8 Fällen gegen diese Regeln. Die liefern Waffen unter anderem nach Saudi-Arabien in Krisenregionen, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Da können Sie doch dann nicht sagen, ja, da müssen wir aber, weil wir europäisch mit denen zusammenarbeiten, unsere Werte verteidigen. Da muss man doch erstmal gucken, dass man da an die Menschenrechte denkt. Aber es ist ja nicht so, dass 2008 der Export von Wehrtechnik nach Saudi-Arabien verboten wurde durch die Europäische Union. Ganz im Gegenteil, wir haben ja jetzt die Diskussion, dass auch
die Bundesregierung sich viel strenger verhalten hat als andere Länder in der Europäischen Union. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns jetzt zusammensetzen und sagen, was sind die Standards, die dann für alle gelten. Das würde uns auch viel Ärger innerhalb der Europäischen Union ersparen. Aber das wird im Ergebnis nicht dazu führen, dass nur die französische oder nur die deutsche Position sich durchsetzt. Und das ist das, was ich fordere. An dieser Stelle übrigens können wir mehr Europa machen statt weniger. Ja, aber trotzdem die Frage, wenn wir da mehr Europa machen wollen, wenn Deutschland strengere Exportrichtlinien hat als zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, ja, warum sagt dann Ihre Parteichefin, ja, dann müssen wir unsere Regeln ein bisschen aufweichen? Das kann doch nicht sein. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist ein bisschen ein Grund dafür, warum wir in so vielen Dingen in Europa nicht zu einer Lösung kommen. Sie haben gerade gesagt, es muss doch sein, dass die Bundesregierung den anderen Ländern in der Europäischen Union sagt, es kann nicht sein, dass wir einen Kompromiss haben, es müssen die deutschen Regeln gelten für alle. Und das halte ich für den falschen Weg. Aber wenn man doch bestimmte Werte... Unabhängig von der Frage, wie man zu einer Frage steht, ist es doch wichtig, dass wir am Ende versuchen, einen Kompromiss herbeizuführen. Und auch bei diesem Fall, bei der Frage, an wen liefern wir was, müssen wir doch gemeinsam mit Frankreich, mit anderen Ländern eine gemeinsame Linie haben. Und ich sage Ihnen, die werden wir nicht finden, in denen sich deutsche Politiker hinstellen und sagen, entweder wendet ihr die deutschen Regeln an oder wir machen nichts zusammen. Frontex, Grenzschutzagentur europäische, soll ja auf 10.000 Grenzschützer zusätzliche aufgestockt werden. Kann man da sagen, dass eine europäische Flüchtlingspolitik durch Grenzkontrollen verbessert werden soll, indem man einfach die Außengrenzen stärker sichert? Nein, ich glaube, das ist erstmal die Lösung, um diesen Binnenraum, also die Grenzenlosigkeit in der Europäischen Union zu bewahren. Dafür brauchen wir eine sichere EU-Außengrenze. Aber natürlich löst Frontex nicht die Fluchtursache. Die Menschen machen sich ja auf den Weg aus verschiedenen Gründen. Weil sie politisch verfolgt sind, weil sie vor Krieg fliehen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Und einer Reihe von anderen Gründen. Aber wir brauchen natürlich eine Kontrolle über die Frage, wer kommt in die Europäische Union, wer ist dazu berechtigt, wie laufen eigentlich Asylverfahren ab. Und den Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir Staaten alleine gelassen haben, wie Griechenland, wie Italien, gesagt haben, das ist euer Problem, wir haben ja keine Küste am Mittelmeer, das wollen wir ja ändern. Wir wollen, dass Frontex ja als europäische Gemeinschaftsaufgabe diese Länder unterstützt und dass wir natürlich etwas tun für die Kontrolle, wer nach Europa kommt und wer nicht. Aber würde das dann nicht heißen, dass wir ja eine Festung Europa schaffen? Da sind doch, also bei allem Respekt, diese Bilder einer Festung sind doch etwas populistisch, indem man ein Bild zeichnet, was so mit der Realität nichts zu tun hat. Aber es ist doch wichtig, dass wenn jemand flieht, wenn jemand migriert, an die Küste Europas kommt, dass wir feststellen, wer ist das, woher kommt der, was hat der für ein Anliegen, was ist der Grund, was ist seine Identität, darf er rein oder darf er nicht rein? Und ich finde, das ist etwas, was die Menschen von uns erwarten, übrigens über politische Parteien hinweg. Gibt es dieses Bedürfnis zu wissen, wer kommt da eigentlich? Sollen wir noch einmal ziehen? Gerne. Ja, die letzte? Sehr. Die Spezialfrage, ja. Mhm. Ich würde nie meinen Kindern empfehlen, in eine Studentenverbindung einzutreten. Die waren ja als Student in, ich glaube, in zwei Studentenverbindungen. Stimmt das? Stimmt, ja. Zwei katholischen Studentenverbindungen. Waren da Frauen eigentlich? Nee, nicht erlaubt, oder? Wie erlaubt? Naja, Mitglieder auch. Mitglieder nicht, aber Frauen natürlich. Die durften da auch mal hinkommen. Glaub, ja, man darf jetzt nur nicht eins verwechseln. Man darf nicht Burschenschaften und andere Dinge mit so einer katholischen Studentenverbindung verwechseln. Was hat man dann so gemacht? Weil man hat ja schon, also wenn ich an Studentenverbindungen denke, dann denke ich immer an Saufen und Party machen. Sie scheinen gut informiert zu sein. Nein, es gibt viel. Also die Kosten für Mineralwasser haben sich in Grenzen gehalten. Aber es ging natürlich neben Feiern, was man ja macht, ging es vor allem auch, wir haben den Austausch, interessante Gäste eingeladen, uns mit gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt. Das waren tolle auch Abende der Debatte über verschiedene Themen, übrigens mit ganz unterschiedlichen politischen Strömungen von jungen Menschen an der Uni. Da ging es schon mal auch heftig zur Sache. Ja, aber da gehen doch die, ein Ultralinker geht doch nicht in eine Studentenverbindung. Nein, aber es gibt doch Diskussionen. Aber die haben wieder eingeladen. Man kann doch Künstler, Journalisten, Künstler alle einladen und miteinander diskutieren. Das fand ich gut. Also, das heißt,
ihre Kinder, da werden sie schon. Dürfen sich völlig selbst. Völlig frei die Studentenverbindung aussuchen. Genau. Und muss auch keine katholische sein dann. Sie können mal, sie brauchen auch gar nicht einen, aber das werden die selber. Ich hab's nie so verstanden, wenn Eltern Kinder in irgendeine Richtung gebracht haben. Das werden die schon selbst ganz genau wissen. Wir müssen noch über die Urheberrechtsreform sprechen. Das ist auch ein wichtiges Thema vor der Wahl, hat viele beschäftigt. Ich habe neulich mit einer 17-Jährigen gesprochen, ohne jetzt hier Namen zu nennen. Da habe ich über die Wahlen gesprochen und dann meinte die zu mir, ja, die CDU, die hat seit der Urheberrechtsreform bei mir richtig verkackt. Haben Sie sich da im Nachhinein nicht gedacht, boah, da haben wir jetzt die junge Generation wirklich verloren mit der Entscheidung? Ja, das, also ich glaube nicht, dass diese ganzen Thesen, und das ist ja auch einfach politisches PR, das machen ja auch einfach unsere politischen Mitbewerber, die unterstützen das natürlich, das gehört dazu. Was unterstützen die jetzt konkret? Naja, wenn diese Hashtags sind, nie wieder CDU und so weiter. Naja, aber ich habe ja gerade von meiner 17-jährigen Bekanntschaft gesprochen, die das ohne jetzt irgendwie von der SPD beeinflusst gewesen zu sein, die das so völlig... Ja, neutral zu mir. Ja, deswegen verfängt das ja auch. Es ist ja ein Beleg dafür, dass es ja verfängt. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir gerade erklären, was dort passiert und wie wir es national umsetzen. Also es ist ja so, dass ich habe das ja auch der Bundesjustizministerin gesagt, Frau Barley, die ja Spitzenkandidatin auch ist der SPD. Die hat auch schon hier gesessen. Ich weiß, die auch zugestimmt hat. Ja, auf Anraten natürlich auch. Es war ja jetzt nicht nur ihre Entscheidung. Sondern? Ne? Naja, das war ja schon durchaus eine gemeinschaftliche Entscheidung, die nicht nur die SPD getroffen hat, der Urheberrechtsreform zuzustimmen. Genau, wir haben das mit der SPD gemeinsam gemacht und sie hat für die Bundesregierung ja auch zugestimmt auf europäischer Ebene für Deutschland. Und deswegen geht es jetzt darum, dass wir das national umsetzen. Und ich will das so umsetzen, ich habe ja die Digitalpolitiker und die Rechtspolitiker zusammengeholt, habe gesagt, wie können wir das am besten machen? Und zwar wollen wir eine Lösung, die Upload-Filter verhindert in Deutschland, die es dann nicht geben muss, und so dass niemand in der Meinungsfreiheit beschränkt ist und wir trotzdem Urheberrechte, also gerade von jungen Künstlern, schützen. Und diese Lösung ist möglich und deswegen sollten wir jetzt daran arbeiten und nicht nur Debatten führen über das, was war. Über die Lösung können wir gerne noch sprechen. Ich würde vorher gerne wissen, warum Sie sich nicht im Vorfeld einfach dafür eingesetzt haben, dass Sie gar nicht diese nationale Lösung jetzt brauchen. Warum haben Sie nicht auf europäischer Ebene daran gearbeitet, dass Artikel 13, jetzt 17, nicht kommt? Da gab es ja durchaus von der SPD zum Beispiel einen Änderungsantrag, auch mit einem Modell bezahlen statt blockieren. Das ist von der Union abgelehnt worden. Warum haben Sie da nicht im Vorfeld... Das stimmt doch nicht. Bei allem Respekt. Was stimmt nicht? Dass das von der Union abgelehnt wurde. Es war so, dass Frankreich nicht bereit war, dort noch einen weiteren Kompromiss einzugehen, als das, was auf dem Tisch lag. Jetzt sind wir wieder beim Thema Europa. Wir sagen alle, Europa ist eine dolle Sache. Aber wenn wir einen Kompromiss mit einem anderen Staat, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Wenn die Franzosen ein Interesse haben, der französische Staatspräsident Macron sagt, es muss jetzt einen besseren Schutz der Urheber geben, und das ist meine rote Linie, sagt der Macron, beim Thema Urheberrecht. Dann sagen wir als Deutsche, nee, es muss so laufen, wie wir wollen, sonst machen wir überhaupt nichts mehr. Das war der Kompromiss. Ich finde ihn auch nicht besonders berauschend. Es geht jetzt mir darum, wie setzen wir es in Deutschland um. Das heißt, neu verhandeln wäre keine Option dann mehr gewesen. Wäre ja dann die Alternative gewesen. Ja, aber wir haben ja verhandelt, seit 2016 haben wir verhandelt, ja. Bis heute. Und jetzt haben wir eine Lösung. Und nochmal, wir können jetzt, wenn die SPD mitmacht, können wir eine Lösung ohne Upload-Filter durchsetzen. Deswegen ist meine Frage, was ist der Punkt, der jetzt so schlimm ist daran, dass wir es jetzt nicht auf nationaler Ebene lösen können? Eine nationale Lösung ist die Frage, ob man die so machen kann, wie Sie das jetzt vorschlagen. Weil die Idee von einem gemeinsamen digitalen Binnenmarkt ist ja nicht, dass jedes Land dann eine totale nationale Lösung macht. Natürlich muss jedes Land Richtlinien in nationales Recht übersetzen. Genau. Aber da ist ja durchaus fraglich, ob die Lösung, die Sie vorschlagen, vom EuGH am Ende Bestand hält. Oder ob die uns dann sagen, ja, nee, ihr Deutschen, ihr könnt das hier so, könnt ihr das nicht machen. Aber das, also es gibt keinen, der da so in Frage stellt. Und natürlich, jede Umsetzung kann natürlich ein Gericht... Günther Oettinger hat schon gesagt, dass die Richtlinie sehr klare Vorgaben macht und dass er nicht weiß, ob das funktionieren kann. Ich habe ja mit ihm danach gesprochen, so hat er das ja auch nicht gemeint. Es geht doch darum, dass jede Richtlinie, wenn sie ausgelegt wird, wenn sie nationales Recht umgesetzt wird, natürlich kann jeder ein Gericht, wir leben in einem Rechtsstaat, anrufen, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich finde, wir sollten das jetzt sehr schnell machen in Deutschland, so umsetzen, dass wir zeigen, es funktioniert ohne Upload-Filter, damit wir Vorbild sind übrigens für andere, dass die Franzosen, die Spanier, die Polen sehen, guck mal, was Deutschland gemacht hat, schützt Urheber,
hat aber keine Upload-Filter. Deswegen können wir das machen. Und da sollten wir Vorbild sein. Aber dann sagen Sie doch noch mal kurz für alle Ihre Top-Lösung, dass keine Upload-Filter kommen. Also ich kann alles hochladen in einem Portal. Überhaupt kein Problem. Und dann gibt es Folgendes, wenn es eine digitale Signatur gibt, also ich zum Beispiel einen Kinofilm hochgeladen habe, dann muss ich den runternehmen, dann wird der Urheber informiert. Das ist das eine. Das ist der digitale Fingerprint. Das ist der digitale Fingerprint. Und wer tut den auf das Werk? Wer kümmert sich darum? Das macht ja der Urheber. Und wo wird es gespeichert? Es wird zentral gespeichert. Der Urheber macht es. Wenn ich einen Kinofilm ins Netz stelle oder verkaufe, auf welchem Medium auch immer, bin ich selbst dafür verantwortlich, dass ich einen digitalen Fingerprint dort habe. Und jetzt kommt jemand und lädt Content hoch, der keinen Fingerprint hat, aber ich habe zum Beispiel ein Rauschen von Musik im Hintergrund, also verletze auf andere Art und Weise Urheberrechte. Dann zahle ich ein, wie in eine Verwertungsgesellschaft, das, was wir bei Musik haben, bei der GEMA. Und damit bin ich auf der sicheren Seite, der Content bleibt online. Ist das dann die Pauschallizenz? Genau, das ist eine Pauschallizenz. Ich zahle, bin auf der rechtlich sicheren Seite und alles ist gut. Es verbessert sich sogar was für die Leute, die etwas hochladen. Und wir haben es doch heute in Deutschland auch so, wenn ich eine Schülerband auftreten lasse auf einem Stadtfest, dann muss ich dafür auch GEMA-Gebühren zahlen, wenn die andere Lieder als die eigenen aufführen. Danke. Sie sind überzeugt, das ist doch sehr gut. Da haben Sie mir jetzt wirklich aber jetzt habe ich jetzt habe ich ich hätte noch viele Fragen dazu gehabt, aber mir wird hier die ganze Zeit das ich habe jetzt gegeben, aber gemerkt, ich habe jetzt Zeit aber ich habe jetzt aber gemerkt, dass Sie eigentlich sagen, diese Lösung ist zu liberal und schützt die Urheberrechtsinhaber nicht ausreichend. Für Sie hätte es noch mal schärfer sein müssen. Nee, für mich hätten Sie ja einfach im Vorfeld, hätten Sie Artikel 13, jetzt 17 vielleicht auch einfach verhindern können und Frankreich und nicht so Frankreich irgendwie wieder hinterherlaufen. Sie sind aber keine große Europäerin. Nee, jetzt Sie Frankreich hinterherlaufen. Das ist doch auch eine Frage von Überzeugung Kompromisse, und Werten, oder? Kompromisse. Ja klar, Kompromisse, aber in manchen Dingen kann man doch keine Kompromisse machen, oder? Aber sicherlich, wenn es um Grundwerte geht. Das, was Sie gerade kritisieren, was wir nicht machen sollen, ist doch genau das, was Macron macht. Wenn der sagt, wir wollen auf jeden Fall Artikel 13, wir wollen auf jeden Fall Uploadfilter, sind wir schon am entwickeln, dann machen die doch genau dasselbe. Aber es ging doch diesem ganzen Verfahren gegen ein über dreijähriges Verfahren der Verhandlung. Das ist ja schon der Kompromiss. Das war ja nicht eine französische Idee, das ist der Kompromiss zwischen ganz vielen Positionen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen wir eben mehr Rolle auch von Vermittlung in der EU von Deutschland und Führungsstärke im Sinne von Zusammenführen und Kompromiss suchen, als so einer Trump-Politik zu sagen, nimmt das oder macht es nicht, Deal or no Deal. Das schadet sowohl den USA, würde uns auch schaden. Sie wären eine Politikerin der harten Hand. Ja, sicher. In der europäischen. Klar. Da könnte sie sich aber. Klar, warm anziehen. Aber ich bin ja nicht in der Politik. Richtig. Wir hätten jetzt fast vergessen, gerade wo es interessant wird, ne, müssen wir Schluss machen. Und Sie können noch einmal in diese Kamera sagen, was Sie niemals tun würden. Also ich würde niemals so hart in Gespräche gehen, wie Frau Klein das hier vorbereitet hat. Da bin ich doch zu deutsch und Sie vielleicht ein bisschen zu amerikanisch. Haben Sie mich mit Donald Trump verglichen? Ich habe gesagt, Amerikaner sind ja unsere Freunde. Deswegen ist das gar nicht böse gemeint. Und die Franzosen ja auch. Und die Franzosen auch. Und ich bin ja auch überzeugte Europäerin. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Ne? Aber den Eindruck haben doch die Zuschauer, nicht ich. Ja, ist klar.